Das neue Pet Simulator New Year's Update ist da und ich werde euch alles zeigen, was das Update zu bieten hat. Wir legen direkt mal los. Und dann schauen wir uns einfach mal das neue Update an. Also, müssten jetzt nicht eigentlich Update-Logs aufploppen? Ich kann ja unten auch raufklicken. Update 4, neue Areas, neue Haustiere, neue Eier, neue Active Futures, neue Boss-Chest. Das haben wir alles schon im Update-Video gesehen. Clan Battle 2 werden wir uns auch anschauen. Die New Year's Party, die New Year's Gifts interessieren mich, wie wir die bekommen, ob das wieder so ein stündliches Event ist wie letztes Jahr. Ein Firework Launcher, der wahrscheinlich wieder viel zu viele Gems kosten wird. Exclusive Hoverboards, Exclusive Enchants und Fehlerbehebungen. Und dann schauen wir uns das einfach mal an, indem wir zur neuen Area gehen. Flupp. Und wir spielen das jetzt alles mal frei. Ich muss der Erste sein. So, jetzt absolute Konzentration. Flupp. Und alle meine Coins sind alle. Ich hatte, keine Ahnung, 2000 oder so. Jetzt sind hier nur noch 9 Barren übrig. Aber von den 9 Barren kann ich mir trotzdem schon die nächste Area kaufen. Wir holen uns hier auch das Ding. Oder wir holen uns das nicht. Ist in Ordnung. Wir holen uns auch schon mal das erste Shiny Relic. Das habe ich nämlich im Update-Video gesehen, dass man das von hier holen kann. Der Server wurde, glaube ich, restartet. So, noch einmal. Neue Area. Hinteleportieren. Freikaufen. Das Ding hier auch kaufen. Perfekt. Dann das Shiny Relic einsammeln. Das wird so ein Speedrun, Leute. Das wird so ein Speedrun. So, jetzt müssen wir hier farmen. Das bedeutet, erstmal haue ich mir alle Boosts rein. Alle Früchte, Eat Max, Eat Max, Eat Max, Eat Max. Dann hauen wir hier eine Coins Flag rein, ein Coin Jar rein. Was haben wir noch? Die hier, Eat Max. Ah, hier, Weihnachtskekse haben wir behalten, aber die anderen Weihnachtssachen nicht. Ach doch, hier. Ich finde sie einfach nur nicht. Ich bin einfach zu blind, um sie zu finden. Haben wir auch. Die Titanic Gifts haben wir auch behalten. Das ist cool. Und da unten sieht man jetzt sogar ein Trading Value. Nice. Das heißt, es hat sich doch gelohnt, dass ich das Titanic Gift nicht geöffnet habe. Dann haue ich mir natürlich jetzt einen Schadenstrank rein, einen Münzentrank rein und einen Diamondstrank rein, weil einen Diamondstrank will man immer. Und meine Pets sind echt ziemlich langsam. Das heißt, wir beschleunigen den Spaß einfach mal mit einer kleinen TNT-Crate. Und dann haben wir die nächste Area ziemlich schnell freigeschaltet, würde ich sagen. Jo. Und weiter geht's. So, probieren wir in der Area einfach mal eine Fortune Flag. Und auch mal wieder eine sogenannte, wo ist sie? TNT-Crate. Hier hinten ist auch die nächste neue Truhe. Die ist wie die Ancient Chest aus der Fantasy World aus Pet Simulator X. Aber die spawnt erst in 5 Minuten. Deswegen werden wir uns die so schnell nicht anschauen. Da hinten ist auch eine Abkürzung, die führt zurück. Und wir gehen in die nächste Area. So, hier haue ich mir auch nochmal eine Coins Flag rein und eine TNT Crate raus. Bap. Genau dafür spare ich nämlich die TNT Crates auf. Und während ich das Ganze mache, sollte ich vielleicht, das habe ich ganz vergessen, meine Bücher wechseln. Weil gerade habe ich meine Bücher ausgerüstet für Luck, aber nicht fürs Farming. So, erstmal kritisch. Dann natürlich Stärke. Dann Schatzjäger immer. Heute, weil ich jetzt schnell farme, hauen wir uns nochmal Fortune rein. Midas Touch können wir machen. Coins 5 habe ich auch noch. Und sonst würde ich sagen, ja, Diamonds, warum nicht? Und Fireworks. Nee, ich werd nicht tappen. Also mache ich Fireworks nicht rein, sondern Stärke nochmal. Warum nicht? Ihr farmt jetzt? Ah, nee, nicht Stärke nochmal. Ich habe Magnet vergessen. Super wichtig. Magnet immer zum Farmen. Magnet reinhauen. Blub. Und hier war doch irgendwo ein Shiny Relic, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder war das auf der anderen Seite? Das war safe auf der anderen. Da ist es. Da ist ein Shiny Relic mit einem Hoverboard. Einmal hochspringen und dann kann man es anklicken. So, ihr seid immer noch nicht fertig mit Farben, ja, dann hauen wir hier noch mal ein bisschen was raus, aber diesmal nur kleine Dynamitstängchen, hier. Blub und blub. Dann hier noch eine. Alter, meine Pets sind echt schwach für diese Area. Ich glaube, ich muss denen hier noch so einen kleinen Ball geben, damit die ein bisschen motivierter sind. Toyball, Bones, was gibt's noch, was ich denen geben kann? Ach ja, TNT! Bam! Und die nächste Area ist frei. Und in dieser Area haben wir jetzt schon den Dealer-Merchant. Ich sag mal meinen Pets, dass sie farmen sollen. Und wir gucken, was möchte der Dealer-Merchant? Basic Coin Jars. Verkaufe ich ihn für nur 100 Gems. Ist echt nicht viel. Aber ich mach's natürlich. 2 Coin Jars für 100 Gems. Schlechter Deal. Meiner Meinung nach. Dann ein paar Orangen. Das finde ich ist auch noch ein schlechterer Deal. Weil Orangen kann man eigentlich nie genug haben. Aber ich will natürlich den Dealer aufleveln, damit ich die anderen Respect-Level hier freischalte. So, wir hauen uns jetzt noch einmal eine sogenannte Fortune Flag rein und ein TNT raus. Eine TNT-Crate, um genau zu sein. Da haben wir sie. Und dann geht's los. Alter, die TNT-Crate macht gar nichts weg. Ich brauche bessere Pets, Leute. Als ob meine Pets so schlecht sind. Guckt euch meine Pets an. Diese Pets sind zu schlecht für diese Area. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die TNT-Crate hat nichts abgebaut. Ich hau jetzt noch eine raus. Aber ich komme langsam voran, weil jetzt baut die TNT-Crate langsam ab. Und ich habe die nächste Area fast frei. Das heißt, ich hau jetzt noch ein kleines TNT raus. Blub, oh, brauchte ich gar nicht. Wir haben die nächste Area schon. Also geht's weiter. So, Area 74. Das ist die vorletzte Area. So, hier haben wir nochmal eine Fortune Flag raus, TNT Crate und meine Pets gehen hier auch zum Farmen hin. Im Update-Video hieß es, dass man hier Knock Knock Connor schreiben soll, aber ich glaube nicht, dass das was bringt.
das war, glaube ich, nur ein Joke, aber wir machen das einfach mal. Wir versuchen einmal Knock Knock und wir versuchen einmal Knock Knock Connor, aber bringt nichts. Habe ich mir auch schon gedacht, das war einfach nur so ein Joke, den die eingebaut haben. Aber Victor wollte das machen, also mache ich das auch bei mir. Bauen wir nochmal alles ab, was es abzubauen gibt. Direkt noch eine zweite TNT-Crate hinterher, weil die reichen offenbar nicht. Das ist insane, dass die TNT-Crates nicht reichen. Bücher, die nicht exclusive sind, haben jetzt auch einen Rap. Das ist cool. So, und dann die dritte TNT-Crate. Und jetzt sollten wir doch langsam mal was abbauen hier, oder? Ich meine, ich habe Midas Touch draußen. Das heißt, eigentlich sollte das doch ein bisschen was bringen, wenn ich hier diese Sachen abbaue. Ja, geht eigentlich. Ich klicke mal nur auf die Midas Touch-Sachen. Weil ja, die Midas Touch-Sachen, die lohnen sich schon, wenn ich die abbaue. Falls ihr euch fragt, was Midas Touch ist, wenn die Sachen hier einfach so golden sind. Oh, jemand anderes hat eine TNT-Crate rausgehauen. Ehre geht raus an Victor, dass er mir das Farmen jetzt leichter macht. Weil dadurch habe ich die nächste Area und bin jetzt im letzten Bereich angekommen. Jetzt können meine Pets hier einfach weiterfarmen. Wir haben es geschafft. Hier ist die kleine Sumpfhütte von irgendeinem Developer. Gab es hier noch irgendwo ein Shiny Relic? Wahrscheinlich. Also erstmal das hier kaufen. Hier hinten ist ein Shiny Relic im Grab versteckt. So. Und das erste, was ich mache, jetzt wo ich in dieser Area bin, ist... Oh, ihr habt recht. Ich sollte vielleicht nochmal eine Coins Flag raushauen. Einmal eine TNT Crate oder zwei oder drei TNT Crates. Noch eine zweite und eine dritte und noch eine vierte TNT Crate raushauen. Vier TNT-Crates, so sieht das aus. Damit wir auch wirklich mal was abgebaut bekommen. Ich auch wirklich ein paar von diesen Coins zusammen oder diesen Barren zusammen bekomme. Und dann werde ich jetzt für diese Barren ein paar Eggs hatchen. Und fürs Eggs hatchen haue ich mir natürlich jetzt wieder die Luck-Bücher rein. Das heißt, all das, was ich eben reingemacht habe, mache ich wieder raus. Dafür, dass ich jetzt Huge Hunter drin habe, Shiny Hunter drin habe und dann Luck komplett vollklatsche. Bap, 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 bap. So, und dann öffnen wir direkt das neue, teuerste Egg mit den neuen Huge Pets, die ihr hier oben seht. Und zwar, so oft es geht, da machen wir Auto-Hatch an und... Das ist teuer! 50 Barren für 77 Eggs. Okay, krass. Aber ich ziehe natürlich, weil ich jetzt so viel Luck habe, direkt die Sachen in Rainbow, ein paar sogar in Shiny. Das wär's dann. So, die Pets, die ich gehatcht habe, mache ich jetzt natürlich sofort... Gold und Rainbow. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich genug normale Pets habe, um die am Ende Rainbow zu machen. Aber sofort ein paar Wizard Westies. Normale Wizard Westies. Ich habe einen Huge Wizard Westie. Cool, dass der Wizard West jetzt ein normales Pet geworden ist. Doch, nee, in die Daycare packe ich jetzt noch keine Pets rein, weil ich noch nicht genug Pets für die Daycare habe. Deswegen teleportieren wir uns einfach mal rüber in Richtung, das ist zu weit, Desert Pyramids. Flup. Und machen uns dann ein paar Rainbow Eulen. Die heißen einfach Owl. Okay, aber Eulen gab es in ganz Pet-Simulator tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht. So, gucken wir mal, wie das Farming meiner Pets jetzt aussieht, wo sie endlich etwas stärker sind. Weil, wenn ich ja nur ein stärkeres Pet habe, sind automatisch ja auch alle meine Huge Pets und Exclusive Pets stärker. Und dadurch sollte ich dann sehr viel schneller farmen können. Und dann gucken wir gleich rüber zum Trading Plaza, wenn ich gute Pets habe. Weil das ist unser Ziel, auf dem Trading Plaza jetzt noch ein paar Pets loszuwerden und ein paar Gems zu machen. Meinst du im Shop? Stimmt, im Shop gibt es auch neue Sachen. New Enchants, ja, das habe ich schon gesehen. Das Fruchtei. Aber schön, dass man jetzt direkt aufgeklärt wird, was es neu gibt. Es gibt neue Enchants und das hier interessiert mich. Diamond Chest Mimics. Destroying a Breakable can reveal a Diamond Mini Chest. Und das kostet unfassbare 2400 Robux. Das ist doppelt so teuer wie das Chest Mimic Buch. Die Exclusive Hoverboards, muss ich aber sagen, die sehen cool aus. Das sind die, die Preston auch schon auf Twitter angekündigt hat. Und die sehen wirklich cool aus. So ein Noob, UFO, Banane bin ich kein Fan von, aber das ist halt ein Pet Simulator, so ein Insider. So, wir hauen jetzt einmal kurz eine Magnet Flag raus. Blub. Und jetzt werde ich nochmal die Zeit, die ich habe, nutzen, um so schnell es geht, die Eggs leer zu hatchen und der Erste zu sein mit den besten Pets im Spiel. Blub. Gehen wir zu dem Ei und dann hatchen wir. Meint ihr, ich ziehe ein Huge Pet? Eins in Chat, wenn nicht. So, ich habe keine Geduld mehr. Ich mache die Pets jetzt Gold und Rainbow und dann geht's auf zum Trading Plaza, Leute. So, wir haben 4 goldene Witch Cats, das heißt keine Rainbow Witch Cat. 32 Wizard Westies, daraus werden 3 Rainbows. So, ein Shiny davon. Ganze 90 Owls. So, und das wär's dann. Ich will jetzt einfach Gems machen. Wir gucken jetzt einmal. Ich habe 15 Wizard Westies übrig. Okay, für wie viel kann ich die 15 Wizard Westies verkaufen? Ich claim jetzt einfach. Claim, 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 claim. Danke. Und dann die Wizard Westies in Rainbow. Nicht in Shiny, sondern nur in Rainbow. 15 Stück. Ich mach mal 11k. Ungerade Zahl. Gucken wir, ob das abgekauft wird. Für 11k 15 Wizard Westies.
So, dann haben wir 30 Eulen. Mache ich einfach mal für 7k. Und dann mache ich nochmal 30 Eulen für 7k. Weil ich denke, die werden so gekauft. Und so kann man immer ein bisschen was machen. Die werden super schnell gekauft. Okay, den nächsten stelle ich dann teurer rein. Dann mache ich hier vielleicht einfach nur 15 für 7k. Mal gucken, ob sie dann noch gekauft werden. Wenn ich den Preis praktisch verdoppelt, werden auch noch gekauft. Okay. So, und dann wandeln wir ein paar Pets einfach in Gems um. Weil 7k wirkt erstmal nicht viel, aber wenn man häufig etwas für 7k verkauft, dann kommt da schon eine Menge zustande. Und zwar 15 Stück für 7k. Die werden aber so weggekauft. Ich versuche gleich nochmal mit 10 Eulen. So wie die weggekauft werden, okay, ich verkaufe ab jetzt 10 Eulen für 7k. Es wird alles gekauft. Ich glaube, da stehen Zuschauer, die mir einfach alles abkaufen. Aber wisst ihr was? Mir ist es egal. Oh, jetzt habe ich 7 für 7k. Lol, ich wollte eigentlich 10, aber egal. Jetzt mache ich wieder 10. Okay, wird auch gekauft, aber ich mache trotzdem 10. Machen wir mal für 8k. Wir werden immer teurer. Immer teurer werden, bis es nicht mehr gekauft wird. Es wird nicht mehr gekauft. Es wird noch gekauft. Es wird doch noch gekauft. Es sind blöde Eulen, sie werden gekauft. 10 Stück für jetzt 9k. 10 Stück. Jetzt wird nicht mehr gekauft, also dann doch für 7k. Und dann noch 11 Stück für 7,5k. Was haben wir noch? So, wir haben noch die Potion Poodles. Davon werde ich immer erstmal 50 Stück auf einmal verkaufen, weil die sind halt echt nicht so wertvoll für 15k. Dann einfach gucken. Dann machen wir 40, das ist eine schöne Zahl. 14k. Blub, 14k. Und jetzt wird mir nichts mehr abgekauft, weil das waren mehr als genug. Ich glaube, da will dann keiner mehr haben. Machen wir 10k hier an der Stelle. Wobei das jetzt wieder eine gerade Zahl ist, die will ja keiner haben. Und hier 11k. Und als letztes stellen wir mal 60 rein für 14k. Dann gucken wir, ob die noch verkauft werden. Ich habe auf jeden Fall bestimmt jetzt schon 100.000 Gems gemacht durch ein bisschen Eggs öffnen. Meine Pets könnten ja theoretisch jetzt auch farmen. Also dafür, dass mir Zuschauer alles abkaufen, hat halt noch keiner in den Chat geschrieben. Oh mein Gott, Conny. So, der Trading Plaza, der ist jetzt, es wird abgekauft. Der ist jetzt umgestaltet fürs Neujahr. Wir haben auch wieder einen tanzenden Preston wie beim letzten Mal. Man kann es leider nicht sehen, weil der Kauf gerade ewig verarbeitet wird. 2024 Preston, genauso wie letztes Jahr, halt nur einfach schöner, weil Pet Simulator 99 schöner ist. New Year's Countdown, ein Skiven on Drop. Das bedeutet wirklich zum Neujahr, morgen wird es ein New Year's Gift geben. Und vielleicht ist es wieder so wie beim letzten Mal, dass man dann in regelmäßigen Zeitintervallen nochmal ein New Year's Gift bekommen kann. Ich werde es leider nicht erfahren, weil ich da nicht zu Hause bin. Naja, ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder zu meiner Booth hin und stelle nochmal die restlichen Sachen rein, die ich habe. 65 davon für 15k. Und dann nochmal einfach alle anderen 57 davon für 13k. Das Trading Terminal müssen wir uns auch noch angucken, aber das wird wahrscheinlich genauso lame sein wie in Pet Simulator X. Man kann hier reingehen, kann dann sagen, yo, ich möchte zum Beispiel, was möchte ich? Ich möchte mir einen Superior Münzentrank kaufen. Das sind halt die neuen Rarities, Superior, Münzen und Schadenstränke, Stufe 8. Also unmöglich, dass man davon viele zusammenfarmen kann zum aktuellen Zeitpunkt. The Cocktail, das sieht interessant aus. Was ist das denn? Den will ich haben. Searching complete, teleport to server. Es gibt jemanden, der The Cocktail hat und verkauft? Wie kriegt man das? Was ist das? Vielleicht durch irgendwelche Robux-Sachen. Dieser Trank boostet alles. Ich will ihn haben. Oh, werde ich nicht zu der Booth TP'd, bei der es das gibt? Es war beim letzten Mal schon so, dass man zur richtigen Booth TP'd wurde. Wo ist The Cocktail? Wurde wahrscheinlich instant verkauft. Na gut, okay. Aber genau dafür kann man es halt nutzen. Man kann gucken, was es so für Items gibt, was es so für Pets gibt. Und gucken, ob die gerade irgendwo in der Booth sind zum Kaufen. So, bei Titanic braucht man es gar nicht erst versuchen, weil ihr seht da unten die Preise für die, die drin stehen. Also, das sind die Rap-Preise, für die sie versteigert werden. Und wenn man nicht genug Gems dafür hat, dann braucht man gar nicht erst nachgucken. Aber hier 187 und ich hole mir ein Titanic Red Balloon Cat. Gibt aber gerade keins in der Booth. Davon wird es wahrscheinlich welche geben, aber stellt auch keiner in seine Booth. Kann ich auch verstehen. New Year's Gifts kann es auch noch nicht geben, weil die gibt es natürlich erst zum Neujahr. Clan-Voucher, das ist cool. Jetzt können Leute, die Free-to-Play spielen, gucken, ob sie sich ein Clan-Voucher-Ding kaufen können. Können sich dann direkt auf den Server tippen, auf den es gibt und der Server ist voll. Wow. Er hat immer noch dasselbe Ding wie damals. Aber ich find's cool. Feuerwerk, ja, ist in Ordnung. Was ich zum Beispiel haben möchte, ist ein Huge Pet, ein günstiges. Also gebe ich hier einfach mal Happy Rock ein. Und dann gucken wir mal, ob ich mir einen Happy Rock günstig kaufen kann. Aber die Huge-Preise sind inzwischen auch alle ziemlich hoch gegangen. Quest Achievement Erfolg, wie man es nennen will. Ach so, okay. 4 Millionen, Schnapper. Bap, meiner. Und damit haben wir ein Huge Pet mehr im Repertoire. So, ich gehe dann mal wieder zurück auf einen normalen Server. Und dann würde ich sagen, wäre es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ihr könnt jetzt auch auf das Video klicken, das hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao!